Ja, also ich bin hier zu Hause. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wenn man zu Hause ist, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und ich denke zuallererst an die vielen Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, die bis an ihre Grenzen gehen, um zu helfen. Ich denke an die, die dafür sorgen, dass wir Lebensmittel haben, die Lkw-Fahrer, die Regale einräumen, die an der Kasse sitzen. Und ich denke auch an die Familien, die jetzt ihre kleinen Kinder zu Hause haben, Homeoffice mit 5- und 6- oder 7-Jährigen, an die vielen Mütter, die ohnehin schon einen schweren Job haben. Das ist alles, was mir so durch den Kopf geht. Und ich bin ja bekannt dafür, dass man mich kennt, dass ich mir kein Blatt vor den Mund nehme, um die Politik zu kritisieren. Aber heute muss ich sagen, unsere Regierung macht eine großartige Arbeit zurzeit. Ein wunderbares Krisenmanagement und bitte, bitte hört auf das, was der Gesundheitsminister sagt. Ich höre ihn fast jeden Abend flehen, weil es noch immer welche gibt, die noch nicht verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Zu sagen, ich bin keine Risikogruppe, ist dumm, weil man kann Überträger sein. Wir müssen doch in unserer Gesellschaft die Schwächsten schützen. Und ich denke vor allem auch an die, die jetzt unter Quarantäne sind, in den schönsten Teilen Österreichs, an die Skigebiete, die abgeschlossen sind von der Außenwelt. Und für euch alle singe ich heute dieses Lied. Fast wie die Tränen von einem Kind wird einmal Blut auf einem
sag ich am Endstabel. I am from Austria. We are from Austria. We are from Austria. Let's be exalted.